Am 3. Oktober 2021 trafen sich Mitglieder, Weggefährten und Freunde der FBM, der Freien Bürger Mitteldeutschlands, um gemeinsam das 10-jährige Bestehen der Partei zu feiern. In der Hettstedter Gaststätte Weidensohl versammelte man sich im September 2011 zur Gründungsveranstaltung mit dem Ziel, sich vor allem für die Interessen der Gemeinden und Kreise einzusetzen. Schnell zogen die Regionalen, wie sie sich auch nennen, in die kommunalen Verwaltungen von Mansfeld-Südharz ein. 2016 traten die Freien Bürger Mitteldeutschlands erstmals bei Landtagswahlen an. Dabei war der Weg zur Anerkennung als echte Partei recht zähklebrig. So erinnert sich der damalige und heutige Vorsitzende Andreas Koch. Ja, die Freien Bürger Mitteldeutschland werden 10 Jahre in diesem Jahr. Am 29. September 2011 haben wir uns in Hettstedt gegründet, damals als Wiener Gemeinschaft. Wir wollten eine neue politische Kraft für unsere Region gründen, weil man die bodenständige ist und Sachpolitik macht für unsere Einwohner hier. Ja, 10 Jahre sind mittlerweile vergangen. Wir haben 2014 eine sehr gute Kommunalwahl geschafft, sind seitdem in fast allen Kommunalparlamenten hier im Landkreis vertreten, auch im Kreistag eine der stärksten Kräfte, politischen Kräfte. 2016 haben wir dann auch zur Landtagswahl kandidiert. Das war sozusagen der Punkt, wo wir auch vom Landeswahlausschuss als Partei anerkannt wurden. Wir sind also von einer Wählergemeinschaft in eine Partei nun rechtlich gekommen. Ja, und heute sind wir recht stark hier vertreten. Es ist heute auch der 3. Oktober. Ja, das ist ein guter Anlass, um 10 Jahre FBM zu feiern. FBM, Freie Bürger Mitteldeutschland, heißt ja auch frei. Und ich denke, das ist auch eine unserer größten Errungenschaften mit der Wende, mit der Einheit Deutschlands. Und ich glaube, das ist deshalb ein sehr guter Anlass, um 10 Jahre FBM zu feiern. Wer kommt heute alles? Heute kommen vor allem unsere Mitglieder. Ja, durch Corona ist das alles gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, unsere Mitglieder und vor allen Dingen viele, die auch die FBM mitgegründet haben, sind heute vor Ort. Und da wollen wir ein bisschen auch drüber reden und natürlich auch gemütlich beisammensitzen. 10 Jahre, das klingt einerseits kurz, aber irgendwo waren sie doch auch ziemlich lang, weil wir doch ziemlich viel in den 10 Jahren gemacht haben. Wenn ich mich erinnere, vor 10 Jahren, als wir die Freien Bürger Mitteldeutschland gegründet haben zusammen, war eigentlich das größte Problem, wie soll die Vereinigung heißen. Ja, wir waren uns damals bewusst, wir wollten was machen, was Bodenständiges, was für die Bürger von hier, was nicht an die großen Parteien angeschlossen ist. Aber der Name war eigentlich sozusagen, naja, das größte Problem am Ende. Ja. Wir haben es ja doch mit Freie Bürger Mitteldeutschland gut gelöst. In seinen weiteren Ausführungen zog der Vorsitzende noch einmal Bilanz zur Arbeit der vergangenen 10 Jahre. So stellt die FBM beispielsweise im Kreistag von Mansfeld-Südharz nach den Kommunalwahlen 2019 nun eine der größten Fraktionen, der unter anderem die Bürgermeister von Hettstedt und Mansfeld sowie der Kreistagsvorsitzende angehören. Insgesamt zählt die Partei heute ca. 40 Damen und Herren in ihren Reihen. Doch es gibt weitere Interessenten, so zum Beispiel Matthias Jentsch, der sich 2022 der Bürgermeisterwahl in Bendorf stellen möchte und großes Interesse an der Arbeit der Partei hat. Zusätzlich zum obligatorischen Gläschen Sekt wartete an diesem Nachmittag eine eigens kreierte Torte auf die Gäste des kleinen Empfangs. Silke Seifert wie Herr Koch, Gründungsmitglied der Regionalen und heute stellvertretende Landesvorsitzende, übernahm das Verteilen des Kuchens und erwähnte dabei, dass die FBM bislang die einzige in Mansfeld-Südharz und nach ihren Recherchen auch in Sachsen-Anhalt gegründete Partei ist.